Hallo und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Jetzt geht's mal wieder furchtbar weiter im Text. Video Nummer 10. Ihr wisst, was das heißt. Ich habe es, glaube ich, schon tausendmal darauf hingewiesen, aber ich mache es einfach nochmal. Nach diesem Video wird ein reiner Ausrüstungspart kommen, wo wir uns die ganze Ausrüstung mal anschauen, wo wir uns diverse Gedanken machen. Und ja. Achtung, Tod, ja. Und jetzt trifft's mich, oder? Jawohl. Das Feuer kommt nämlich tatsächlich bis ganz hier vor. Und wir benutzen den Kellerschlüssel. Und... na komm schon. Und ein... ist das Flask. Ich wollte jetzt eigentlich ein Heilwunder benutzen, aber da habe ich mich gerade mal verdrückt. Wir können jetzt nämlich hier rein mit dem Kellerschlüssel. Der Keller ist jetzt nicht unbedingt so mein Lieblingsbereich. Und hui! Zack! So, dann geht es hier runter. Keine Angst, hier ist momentan nichts. Aber hier ist was. Da dürfte eigentlich noch nichts kommen, aber wir gehen jetzt mal hier rauf. Denn hier oben befindet sich etwas, was man als Dark Souls Spieler immer wieder gerne hat, nämlich ein Shortcut. Ja, da guckst du, was? Du auch. Und du da hinten auch gleich. Kommen Sie ran. Das hier ist jetzt nämlich tatsächlich das Gebiet, was ich vom Startgebiet, sage ich jetzt mal, am wenigsten mag. Was heißt am wenigsten mag? Das hier ist jetzt... jetzt kommt dann eine Stelle, sagen wir mal so, an der ich damals einen Rage Quit gemacht habe. Und mit Rage Quit meine ich, ich habe das Spiel gar nicht mehr angefasst. Das hier geht ja nicht. Das sind so ein paar dämliche Hunde, die ich mit meinem scheiß Messer nicht treffe. Sterbt ihr Drecksviecher. Das war schon mal ein absolut mieser Start. Ich brauche eigentlich jede Estus-Flask, die ich kriegen kann, aber... naja. Ich weiß, dass da noch einer ist. Nämlich der da. Und genau diese Viecher sind mit ein Grund, warum ich das Spiel aufgegeben habe. Ja, eigentlich liegt es am nächsten Boss, aber... naja. Schauen wir erstmal, bevor wir hier den Weg weitergehen, hier zurück. Denn hier irgendwo gibt es eine Tür, die wir öffnen könnten. Ich glaube, die hier. Somebody! Please let me out of here! Somebody! Anybody! Help me! Unlock the door! Damn, I'm finished. How did this ever happen? Ja, ja. Und was ihr hier seht, ist sozusagen ein. Ja, ein NPC. Von denen gibt es mehrere, die man so befreit. Und um den rauslassen zu können, brauchen wir den Anwesenschlüssel. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich den damals gekauft habe. Denn er wird später noch, naja, einigermaßen wichtig für uns. Hallo. Sein Bruder haben wir übrigens schon kennengelernt. Brilliant. You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vinheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Kein Problem. Sagt er noch was? Oh, hello. I'm fine. I have my sorcery. Besides... ja, ja, eine wichtige Aufgabe. Das kommt alles später. Und jetzt kommt erstmal ein schöner Lag. Und dann kommt der hier dran. Der hat nämlich wieder ein menschliches... oh, hello. Nicht du. Ja, hier. Ach, die Zaubererrüstung. Und der Beschleuniger des Zauberers. Eine etwas merkwürdige Übersetzung für Sorcerer's Catalyst. Aber das ist eben einfach der Zauberstab. Also was für uns der Talisman ist, um Wunder wirken zu können, ist für die Magier eben der Beschleuniger. Hi. Nein, nein. Das Auto anvisieren bringt uns
hundertprozentig nochmal um. Ist ja auch so vorgesehen, habe ich mal das Gefühl. Man sollte die Typen nämlich nicht unterschätzen. Sie sind zwar nach einem Schlag hin, aber die können einen schneller massakrieren, als man glaubt. Genau wegen solcher Angriffe nämlich. Die haben nämlich, wie man hier sieht, so komische Feuerstöcke. Und die lassen sich nicht komplett ablocken. Auch mal mit einem Wunder ist auch mal was Neues. Und Doppelmenschlichkeit. Ach, ich habe keine Lust. Ich will den nächsten Boss nicht machen. Ich meine, wir müssen ihn ja vernichten, aber... Nee. Der ist echt ekelhaft. Und hier haben wir einen Karren. Und hier vorne haben wir wieder so einen schönen kleinen Schockmoment. Eigentlich. Na? Na? Was denn los mit euch? Ah, geht doch. Da kommen nämlich die lustigen Gesellen. Das sind Diebe oder Attentäter. Wie auch immer man sie nennen möchte. Und die haben nicht nur die äußerst nette Fähigkeit, dass auch sie countern können. Die haben hier in einem ziemlich kargen Raum übrigens auf uns gewartet. Haben wir sonst auch nichts Besseres zu tun. Die können uns nicht nur riposten, sondern die können uns auch Kettenbrecher, meine ich, in den Rücken stoßen. Also einen so einen Backstab-Angriff, wie wir ihn ja auch benutzen. Das haben nämlich auch ein paar Gegner. Nicht alle, aber ein paar. Achtung, Tod. Ja, da wäre es schon zu spät. Schwäche und Umschlag. Okay. Naja, stimmt. Die halten nicht viel aus. Nochmal Schwäche und Umschlag. Hier vorne. Steht nochmal eine Nachricht. Da hinten seht ihr übrigens einen Hund. Achtung vor dir Hinterhalt. Jo. Korrekt. Moin. Ja, genau das habe ich nämlich befürchtet, dass der scheiß Hund auf uns zukommt. Aber jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Man hat gerade gesehen, was passiert, wenn man ihn angreift, wenn er repostet. Ich weiß nicht warum, es hat nicht so ganz funktioniert. Normalerweise wäre jetzt hinter uns, so wie dieser verschissene Hund. Und hätte uns die Kehle aufgeschlitzt. Nett, ne? Das ist die Welt von Dark Souls. Und wenn ich sehe, wie ich jetzt schon momentan versage, bin ich mir ganz sicher, dass ich den nächsten Endboss nicht schaffen werde. Ich bin auch zu langsam für ihn. Dann steht nämlich noch so ein netter Dreckshund. Hier findet man, glaube ich, das Schattenset oder das Diebesset. Zielschild nett, aber unnötig. Hier hinten findet man noch ein bisschen Menschlichkeit. Pass auf, Gegenstand. Ja, danke. Kann schon weggehen. Ach nein, gar nicht eine Seele. Warte. Sind so langsam. Und ich will hier nicht runter. Ich meine, hier runter ja schon. Aber das mache ich trotzdem erst nach dem Kampf. Schwäche Abgrund, ja. Es hilft auch nichts. Ich muss meine Ausrüstung ändern. Mal schauen. Irgendwie muss ich auf so eine Belastung kommen, ja. Was ist denn noch das Beste? Kettenrüstung 339, 33, 24, Hüllensoldatrüstung. Ja, das ist noch schwerer. Ja, Lederrüstung, Zaubererumhang, heilige Robe. Ich glaube, das ist die heilige Robe. Nein, die schwarze Lederrüstung ist noch leichter. Jetzt können wir nämlich deutlich schneller rollen. Sind auch einen Zacken schwer, besser unterwegs.
und ich habe keine Lust. Der Typ ist echt ekelhaft. Und eventuell muss ich vorher noch ein bisschen leveln, bis ich mir mit denen Gedanken machen kann. Hallo Ziegendämon. Das Problem mit ihm ist nämlich nicht er selbst, sondern sind seine... Komm, komm! Jetzt hat er mich in der Ecke. Komm. Okay, das könnte noch... Das verfickte Dreckstyp. Ich hoffe, ich kann mich noch heilen. Weg, 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 weg. Weg. Stirb, du Dreckstyp. Ah. Reingefallen. Hui. Komm rauf. Damit ich runterspringen kann. Das ist nämlich tatsächlich die beste Taktik gegen. Drauflocken, warten bis er runterspringt. Und ihn dann von unten penetrieren. Wenn ich Glück habe, springt er jetzt gleich wieder runter. Und er stirbt beim ersten Mal. Yes! Ja, man sieht es mir nicht an, aber ich bin tatsächlich so ein bisschen nass geschwitzt. Was heißt, man sieht es mir nicht an, ich habe keine Facecam. Verdammt, bin ich erleichtert. Ohne Witz, das war der Gegner, wegen dem ich das Spiel mal komplett beendet habe. Und den ich auch bei meinem letzten Spieldurchlauf, mit dem ich ja das Spiel dann ja durchgespielt habe, da habe ich den auch nur geschafft, indem ich ihn im gleichen Moment im Todesstoß versetzt habe wie er mir. Ansonsten hätte ich ihn da nämlich wieder nicht besiegt. Eieiei, okay, damit ist ein Gegner, den ich hasse, schon mal erledigt. Und wir haben den Schlüssel zu den Tiefen bekommen. Ist ja auch nicht schlecht. Hier vorne steht wahrscheinlich wieder... Pass auf, Boss. Ja, sicher, hier unten. Er sollte uns nämlich lieber vor was anderem warnen. Der Blutfleck wird es wahrscheinlich zeigen. Ach nein. Okay, nein. Der zeigt mir was anderes. Das ist nämlich wieder so typisch Dark Souls. Jetzt kann ich nämlich, jetzt bin ich ja wieder online, jetzt kann ich wieder was verfassen. Also Achtung vor dir. Hinterhalt. Wenn man jetzt nämlich davor geht und den Typen machen will, was passiert? Ja, genau, er kommt nämlich. Verdammter Dreckstyp. Ich will eigentlich, dass er mich angreift. Aber... Ui, jetzt hatte ich wieder Glück. Wie gesagt, wenn er sein Messer so komisch hält, dann ripostet er mich. Und die werfen auch Wurfmesser. Was dem jetzt hier aber nicht unbedingt mehr Glück bringt. Gelobt sei die Sonne. Pass auf, Schleichweg. Tatsache, den gibt's hier. Vorne steht, glaube ich, noch einer. Den sieht man nämlich, glaube ich, kaum. Steht hier. Kauf! Ach ja! Ach ja, genau. Moin. Ja, das ist ja hier. Ich vergaß. Wie es mir so öfters passiert, wenn man das Spiel so eine Zeit lang nicht spielt. Ich trete den mal runter. Ich bringe ihn einfach mit dem Schwert um. Ich hätte nämlich gern die Abkürzung vorher noch. Hier steht wahrscheinlich wieder irgendein Versuch's mit Trübsal. Das sind immer so die netten Tipps, ne? Wir müssen kein Trübsal blasen, denn wir sind hier im Kanal, den wir von ziemlich zu Anfang des Spiels kennen. Und hier ist so quasi die Frau des Typen, dem wir damals die Kettenrüstung aufgekauft haben. Hey.
Ist übrigens sehr leise, ich weiß. Wir können bei ihr nämlich, das hier sollte man sich merken, Wanderfluch, das ist für uns jetzt noch nichts relevant, aber sie verkauft den Wanderfluch als einziges oder als billigstes, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Heimkehrknochen gibt es natürlich auch. Menschlichkeit verkaufen auch nicht viele. Und Läuterungssteine. Wenn ihr euch erinnert, der komische Ablassprediger da im Turm des der ersten Glocke hat den Läuterungsstein auch für 3000 gekauft. Deswegen habe ich ihn dort schon auf Vorrat besorgt, denn sie verkauft den einfach mal ums Doppelte. Ist aber tatsächlich ein sehr, sehr netter Händler, die Frau. Das weiß ich zum Beispiel mal kauf. Also ich habe ja 7 Heimkehrknochen. Lila Moosklumpen. Ja, sie ist die erste Person, bei der man Heilung gegen Gifte kaufen kann. Oder mit einer der ersten. Und ich werde mal Lila Moosklumpen mit Blume. Ich kaufe mal 3 von denen und 2 von denen. Sie verkauft auch sehr geile Pfeile, nämlich Gift- und Brandpfeile. Ja, sind eben ziemlich nice. Brandpfeile machen halt Brandschaden und Giftpfeile vergiften die Gegner. Dann nehmen die eben über einen gewissen Zeitraum Schaden. Giftige Wurfmesser haben die gleiche Sache. Jauche-Küchlein ebenfalls. Und wir reden noch kurz mit ihr. Ich weiß, man versteht sie kaum, aber naja. Und hier hinten machen wir nochmal schnell eine Abkürzung auf. Das hätte ich nämlich schon gerne. Und zack. Und wir benutzen die Abkürzung auch gleich mal. Denn dann kommen wir zu einem uns wohl bekannten Gebiet. Moin. Moin, Ratte. Denn wir sind hier wieder beim... Feuerbandschrein. Ja, ich weiß, du hast mich lieb. Ich hab dich auch lieb dafür, dass... du mir ins Kreuz schlägst. Das kann ich auch. Tut da mit meinem Schwert etwas mehr weh. Ja, ja. So kann's gehen. Meine Fresse. Gehst du mal auf den Sack. Bin ich froh, dass wir den Kampf hinter uns haben. Ach ja, und wir können jetzt auch einen neuen Bekannten bewundern. Neuen alten. Nämlich hier steht Griggs of Windheim. Den wir ja vorhin befreit haben. Oh, hallo. I regret meeting you under such compromising circumstances. At least we both made it back unscathed. Ja, nochmal anreden. Did you see them? The 3 young clerics headed for the catacombs to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires. The poor young girl sent down into a tomb. What a terrible mission she is burdened with. Ach, ist das jetzt schon vorbei? Ich dachte eigentlich, die wären jetzt... Ah ne, sind die da. Das sind sie ja, die Kollegen von unserem Klerikerfreund hier. Zwei sehr sympathische Typen, mit mehr Rüstung als Hirn, so wie es aussieht. Danke für diese Bezeugung. Ja, mit denen brauchen wir eigentlich nicht wirklich zu reden. Er beschimpft uns eh nur. What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Wenn ich nicht wüsste. Naja, lassen wir das. Und hier haben wir die junge Lady. Zweifellos hübsch und zweifellos jung. Und zweifellos hat sie nichts mit dieser Jungfrau Astrea aus Demon Souls zu tun. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Da hat sie natürlich recht. Moin. Oh, hello. My guests have finally arrived. I will be departing with them shortly. So, I'm afraid I will be saying goodbye soon. It was a pleasure. Ich wünschte, das könnte ich auch behaupten.
Aber wir wollen immer nicht so sein. Immerhin müssen wir noch einen Part beenden, nachdem wir uns hier am Lagerfeuer gemütlich gemacht haben. Ich glaube, er sagt jetzt auch nochmal was Neues. Ah, your face. You're practically hollow. I don't know. Going hollow could solve quite a bit. Auch den Satz von dem Typen sollte man sich merken. So, wir steigen jetzt noch mal schnell auf. Machen wir mal Wille. Und dann verabschiede ich mich für dieses Mal äußerst erleichtert, da wir den Ziegendämon erledigt haben von euch. Und sage Tschüss, Arrivederci und Goodbye.